Lasst mich das Gespräch führen. Die meisten von euch stecken ja ohnehin schon unter einer Decke mit ihr. Aber auch das natürlich nur im übertragenen Sinne. In Ordnung, in Ordnung. Soweit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir, kapiert? Folgt mir. Wer kommt da, Malbor? Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast. Fühlt sich nicht gut. Lasst die arme Seele in Ruhe. Ein Gast? In der Küche? Oh. Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Dieser Krieg hat die Regeln. Waffen. Das hier, ah, mein Bogen habe ich vergessen. Ich bin ein Dödel. Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Los, raus da! Habt ihr vielleicht sonst aber nichts gesehen? Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Vermasselt das bloß nicht. Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht... Sieht kampierten vor den Mauern von Weißlauf. So, Leute, jetzt sind wir in der Botschaft. Vorbeimarschieren sehen? Zu wem gehören sie? Noch mehr Leute der Abgesandten und wir müssen versuchen, jetzt hier die die Informationen herauszufinden. Nein, sie sind Hochmagier, wo die sind, die gerade von Alinor eingetroffen sind. Wahrscheinlich macht sich ihre Tarnung jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe Sorgen. Ah, gut. Ich hatte mich schon gefragt, wie wir das hier gegen einen Drachen verteidigen sollten. Sachen? Wenn tatsächlich ein Drache auftaucht, haben wir ja vielleicht Glück und er frisst die Magier zuerst. Das könnte uns genug Zeit verschaffen, um ihn zu töten. Ha! Mir wäre es recht, wenn mal jemand diesen arroganten Mistkern die Meinung sagen würde. Für die sind wir doch nur niederes Fußvolk. Nun, wir sollten besser wieder unsere Runden drehen. Was für komische Striche. Ihr hättet nie herkommen sollen. So. Gut. Das war erforderlich. Okay, hier kommen wir also nicht durch. Was haben wir denn hier Schönes? Bum-bum. Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Scheiße, ich habe die falsche Fähigkeit noch drin. Das wollte ich drin haben. Nicht verstecken. Oh doch. Das kann ich sogar sehr gut.
nicht nur so Leuten verstecken, wie die ich. Verstecken sind wir die Meister. Und unsichtbar. Da haben wir schon die perfekte Fähigkeit, um für die Mission eigentlich. Weil wir uns ja einfach unsichtbar machen können. Wie geil. Alter, schön verarscht. Ich brauche das Geld. Ich habe es mir fest. Ich habe auch Ausgaben, Schwein. Wisst ihr? Seid euch nicht zu sicher. So. Andere Banken, die weniger. Was ist unten anscheinend? Aber niemand sonst hat euch so wertvolle Informationen gebracht, nicht wahr? Etienne, er hat gesprochen, nicht wahr? Er weiß, wo sich der Alte. So. Immer alles mit. Er hat es mir selbst gesagt. Den Rest eures Geldes bekommt ihr, wenn wir seine Geschichte bestätigen. Wie vereinbart. Er hat also gesprochen. Ich wusste es. Irgendwann fängt jeder an zu reden. Ich habe noch zu tun. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Oh doch. Ach ja, ist das schön. Oho. Na, das nehme ich doch alles freudig entgegen. Den nehmen wir mit. Jo. Mordmeer. Ja, die Gifte. Kleidung schenkt man uns. Der hat da nicht so viel. Aber. Ach scheiße, ich habe keine Dietrichchen. Nein. Alter, bin ich ein Vogel. Oh, da werden so geile Sachen drin. Ah, ich bin ein Vollidiot. Ah, so ein Vollidiot. Warum tue ich sowas? Warum denke ich da nicht dran? Oh. Kann ich nicht hier irgendwo Dietrich finden? Das ist ja total nett. Ich finde hier bloß lauter Scheiß. Den Kerker? Ruhe. Gold. Was? Kohl? Nee. Dann gehen wir mal in den Kerker runter und dann gucken wir da mal, was da so abgeht. Wobei, Moment mal. Wir gehen nochmal zurück, ich glaube. War da nicht hier sogar irgendwo noch? Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, hier irgendwo war auch noch nicht nochmal so ein Diebesstein. In der goldenen Schatulle quasi da. Gold. Eine Kleidung nehmen wir natürlich mit, die wiegt nämlich nicht viel und sie bringt aber dennoch ganz Gold. Auch noch so ein paar schöne Sachen hier. Übertrank. Gold. Okay.
Schneebären. Gold. Ah, Kospisgift. Wieder ein bisschen Gold. Feine Kleidung. Auch nicht schlecht. Tresor. Geil, da kann man einfach so hin. Geil. Oh, Alter, was ist da drin? Boah, geil. Stiefeln. Zack. Zack. Sehr, sehr schön. Ah, hat sich doch ein bisschen rendiert sogar, dass wir sogar nochmal hier hochgegangen sind. Würde ich mal meinen. Das würde ich doch mal meinen. Truhe. Bisschen Gold drin. Finde ich auch immer so lustig, so fette Truhe und dann dann bloß so 13 Gold drin. Gut, dann hätten wir hier oben alles soweit erledigt. Dann bleibt da eigentlich bloß noch der Weg in den Kerker runter. Dann ab in den Kerker. Dann gucken wir mal. Immer noch ein Schild, ein Tränkchen. Gedönert. Ruhe. Ja, da sind Dietriche drin. Geilo. Drei Dietriche. Ganze drei Dietriche. Quasi nichts, okay. Das heißt, wir könnten jetzt sogar noch mal hochgehen und dort noch mal das eine Ding ausplündern. Wir haben zwar nur drei Versuche, aber ist ja besser als wie nichts, würde ich meinen. Ich weiß bloß nicht, warum ich hier immer so jemanden so komisch stöhne, ne? Dann gehen wir nochmal kurz nach oben. Also, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Wo sind wir denn da, bitte? Expertenschloss. Das wird jetzt was. Noch zwei Versuche. Jawoll! Alter, bin ich gut. Ah, 54. 500. Boah, wie geil. Ah, so gut. Richtig, richtig gut. Alter. So. Machen wir das an. Ist das an? Können wir hier rübergehen? Und das ist das, wo wir Meister brauchen. Okay. Ah. Okay, runter, ob es geht anscheinend nicht. Dann halt nicht.
Bahn halt eben nicht. Gut, dann müssen wir durch die Falltürhöhe. Dieses Schloss kann nur mit einem Schlüssel. Ich jetzt einen Schlüssel. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Ich bin nicht hier, um euch zu quälen. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Keine Zeit für Erklärungen. Lasst uns hier verschwinden. Ja, natürlich. In Ordnung. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Geht schon vor. Moment, vielleicht wisst ihr etwas Wichtiges. Ich hoffe es. Wenn es hilft, sie durch die Mangel zu drehen, helfe ich gerne. Sie suchen einen alten Mann namens Esbern. Es hat was mit Drachen zu tun. Das habe ich mitgehört, als sie dachten, ich wäre nicht da. Ich habe in Rifton jemanden gesehen, den sie für diesen Mann halten. Ich weiß nicht viel, noch nicht mal, wo er lebt oder wie er heißt, aber sie schienen sehr aufgeregt. Das war alles. Jetzt lasst uns von hier verschwinden. Klingt gut, ich werde euch folgen. Wie ihr wollt, aber erstmal sollten wir gehen. Hört zu, Spion. Ihr sitzt hier in der Falle und wir haben euren Komplizen. Ergebt euch auf der Stelle oder ihr werdet beide sterben. Macht nichts. Schweigt, ich bin Verräter. Sowieso schon tot. Ihr seid tot. So, der ist tot. Und weggeschlätzt. So. Falltüren-Dings, genau. Nehmen. Die Talmor werden mich nun für den Rest meines Lebens jagen. Ich hoffe, die Sache war es wert. Gut. Dann lasst uns hier endlich mal verschwinden, Leute. Wir haben jetzt hier genügend Zeit verschwendet, dass wir hier endlich mal durch können. Yeah. So, Engelmoos. Ein Eistroll, glaube ich. Hört sich das zumindest an. Hier drüben. Was denn du da unten? Ach, da ist er. Jawoll. Ach, der Eistroll ist auch weg. Sehr schön. Der noch hier irgendwo was versteckt? Ah, hier! Ich hab's doch gewusst, hier ist es irgendwo. Illusion verbessert. Könnte man nicht mitnehmen, wie plus 1 und können für 60 circa verkaufen. Der Beutel. Ich hab doch gewusst, hier ist doch noch irgendwo so ein komischer Stein versteckt. Ich hab's gewusst. Okay, geht's nicht weiter. Dann geht's hier oben durch. Ja. Genau. Himmelsrand. Oh yeah. Oh yeah. Gut. Dann haben wir das erledigt und jetzt müssen wir wieder mit Delfin oder wie die auch immer heißt sprechen. Dann ab nach Flusswald. Dann gucken wir mal, was die Alte zu sagen hat.
Okay. Na komm, lade. Manu. Jetzt steht wieder mitten im Weg. Ich weiß halt jetzt schon, dass ich komplett überladen bin. Komplett. Es bedeutet uns so viel. Naja. Werden wir dann schon irgendwie verkauft kriegen. Fasst das bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht ein wenig krank aus. Nein, ich sehe nicht krank aus. Ich bin halt ein Werwolf. Was wollt ihr von mir? Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer, wie versprochen. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Die Tamer wissen nichts über die Drachen. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Wenn ihr mir sowieso nicht glaubt, weshalb habt ihr mich dann überhaupt damit beauftragt? Schon gut, ihr habt ja recht. Ich war so sicher, dass sie dahinter stecken würden. Wenn nicht die Talmor, wer dann? Oder was? Ich weiß nicht, aber die Talmor suchen nach einem gewissen Esbären. Esbären? Er lebt? Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Was wollen die Talmor von Esbern? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Esbern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im Großen Krieg ausradiert haben. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Die Talmor glauben also, dass die Klingen von den Drachen wissen. Welche Ironie, nicht wahr? Die eingeschworenen Feinde glauben, dass jedes nur erdenkliche Unheil ein Schachzug der Gegenseite ist. Dennoch müssen wir Esbern vor ihnen finden. Wenn jemand weiß, wie man Drachen aufhalten kann, dann er. Wissen Sie, wo er ist? Sie scheinen ihn in Rifton, zu vermuten. Rifton also? Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Erkundigt euch in der Gegend rund um die zersplitterte Flasche am Rattenweg. Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Ach, und wenn ihr Esbern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. Alles klar. Oh, ein Achievement. Nein, da... Hä? Truhe ist leer? Dann kann es aber die Truhe sein. Ja. Das Problem ist, dass ich bin jetzt gleich wieder voll überladen. Scheiße. Was braucht ihr, Drachen? Geh weg! Das brauche ich. Geh einfach weg. Geh, aber geh mit Gott. So. Liebe Leute, jetzt wird nichts mehr großartig Spannendes mehr passieren. Ich werde jetzt dann noch verkaufen und so weiter und ja, das ganze Zeug so ein bisschen auf die Reihe kriegen und dann sehen wir uns wieder, wenn es hier weitergeht mit der Hauptstory. Und ich wünsche euch da bis dahin viel Spaß, haut raus und bye bye.